herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es wieder mal ein Tauschpaket und zwar mit der lieben Rose Moon, also mit der Joan von dem Kanal Rose Moon. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Und ja, heute haben wir ein Tauschpaket. Wir haben es zum Thema sozusagen Rainbow, also die verschiedensten Farben gemacht. Also wir haben Gelb, Grün, Blau, Rot, Rosa, Lila, Schwarz, Weiß, Pastell, Bunt. Ich glaube, das waren alle Farben, die wir genommen haben. Ansonsten, ihr werdet es ja gleich sehen. Das ist das Paket. Es ist gerade angekommen und ich will es direkt aufmachen und deshalb mache ich das auch direkt mal. Also schaut unbedingt auch bei ihrem, also ich verlinke ihren Kanal in der Infobox und auch da oben. Und schaut unbedingt auch bei ihrem Video vorbei, weil dort seht ihr dann, was ich ihr geschickt habe zu den Farben. Und ja, jetzt geht's los. Oha, wie schön! Es sieht so aus von oben. Und mir kommt vielleicht ganz, ganz viel entgegen. Und ich stelle das jetzt mal neben mich und nehme die Sachen raus. Also ganz oben kommt mir dieses wunderschöne Papier entgegen und da steht drauf: Hi Jenny, jetzt machen wir auch schon unser Tauschpaket. Ich hoffe, die Sachen gefallen dir alle. Bei manchen Farben war es gar nicht so leicht, etwas zu finden. Rot war für mich die schwierigste Farbe. Freue mich schon auf dein Video. Ich habe versucht, die Sachen auch nach ihren Farben einzupacken. Manchmal hat mir aber das Papier gefehlt. Nun möchte ich dir noch sagen, bleib immer wie du bist und mach das, was dir Spaß macht. Liebe Grüße, Jan. PS, vielleicht machen wir irgendwann nochmal ein Tauschpaket. Ja, sehr, sehr gerne. Können wir gern machen. Ich finde es richtig cool, dass du es mit je nach Farbe mit dem Geschenkpapier eingepackt hast. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe immer einen Zettel drauf geschrieben und die Farbe drauf geschrieben, welches Paket halt welche Farbe hat. Also welche Farbe in dem Paket drinnen ist. Ganz oben liegt das hellblaue. Blau, blau, blau sind alle meine Kleider. Fühlt sich an wie ein Haarreifen oder sowas. Ich hatte sogar recht. Ein Haarband von Teddy, glaube ich. Das sieht so aus. Ist das nicht mega süß? Ich finde das süß. Ich lasse das jetzt das ganze Video oben. Ich hoffe, es schaut nicht zu blöd aus. Ich finde es süß, aber ich sehe es ja nur in der Kamera. Ich lasse das jetzt oben. Dankeschön, ich finde es richtig süß. Dann hier ein rotes. Hier gibt es gleich zwei Sachen. Okay. Also es ist ein Lippenstift oben, deshalb vermute ich mal, dass es was für die Lippen ist. Übrigens mega schön gezeichnet, also Respekt. Einmal von Essence. Sogar eingepackt. Ich will dran riechen, aber es geht nicht auf, es ist so viel Dicksel drumherum. So, hier. So ein schönes Rot. Es riecht urgut. Es riecht nach Kirsche. Ups, ist ja auch Kirsche. Irgendwie fällt mir alles runter. Fruit Kiss Caring Lip Balm mit 10% Almond Öl in der Farbe 02 Cherry Love. Richtig cool. Also, darüber freue ich mich sehr. Und dann noch von NYX ein Lidschatten, glaube ich. Ja, in der Farbe HS70. So ein Ton. Sehr, sehr schöner Ton. Vielen, vielen Dank. Das nächste sieht so aus. Ist das nicht mal ein cooles Papier? Ich hoffe, es gefällt und passt dir. Hatte kein schwarzes Papier. Okay, schwarz. Und es ist etwas zum Anziehen drauf. Also schätze ich mal, dass es auch was zum Anziehen ist. Voll cool. Ich habe ihr nämlich auch was zum Anziehen geschickt. Aber in einer anderen Farbe. Okay, was ist das? Das ist
von H&M. Ein T-Shirt. Wie süß ist das denn? Mit so einem Rollkragen. Ein bisschen. Und das ist so ein ganz sanfter, weicher Stoff. Und ein schwarzes mit weißen Punkten habe ich noch nicht. Und ich finde das richtig süß und werde das auf jeden Fall anprobieren und euch dann entweder einblenden, wie es angezogen ausschaut, oder dann nochmal mich melden mit dem und sagen, wie ich das, ob es mir passt. Und hey, hier ist Jenny aus der Zukunft und ich habe gerade das T-Shirt probiert und es passt perfekt, also es ist genau meine Größe und ich liebe es, dass die Ärmel so ein bisschen über die Hände gehen und es ist mal was ganz anderes, weil ich hatte noch nie was mit Punkten, also schon mal, aber ich hatte schon sehr, sehr lange nichts mit Punkten und ich finde es richtig cool, ist mal was anderes und gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank dafür und das Material ist auch extrem angenehm und ist perfekt für den Frühling und vielen, vielen Dank. Dann von außen nicht weiß, dafür von innen. Schokoladentafel soll das sein. Oh, ich schätze mal, das ist eine Schokolade und ich liebe weiße Schokolade. Ach so, das ist gar keine Schokolade. Voll genial. So, das habe ich schon einmal gesehen. Das schaut aus wie eine Schokolade, aber ist ein Notizbuch. Ist das nicht genial? Voll witzig. Schaut urgenial aus. Ich liebe ja Notizbücher. Ich habe hier übrigens auch ein Notizbuch, aber auch mit einer anderen Farbe reingegeben. Sehr, sehr cool. Und voll lustig, dass wir so ähnliche Sachen drinnen haben. Also uns gegenseitig gegeben haben. Einmal Pastell bitte. Mit einem voll süßen Geschenkspapier. Vielleicht ist das eine Kette? Ich weiß es nicht. Und ich hatte sogar recht, das ist wirklich eine Kette. Das sind so zwei solche Joker. Einmal dieser bunte hier und einmal noch dieses mit dem Peace-Zeichen. Das mit dem Peace-Zeichen weiß ich nicht, ob mir das so gut passt mit diesem Neongrün. Aber das andere finde ich richtig, richtig cool und vielen, vielen Dank. Ich werde es auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ah ja, Orange hatten wir auch noch. Das hatte ich voll vergessen. Ich hoffe, du magst es. Ich glaube, da ist jetzt irgendwas zum Essen drin, vielleicht. Oder auch nicht, keine Ahnung. Oh, wie cool! Oh, da sind zwei Sachen drinnen. Einmal von Essence, so ein ursüße Nagelfeile. Wie süß! Voll cute. Und dann Reese's. Die kennen wahrscheinlich alle, aber ich habe die noch nie gegessen. Und ich würde sagen, ich probiere das jetzt einfach mal mit euch, weil ich liebe ja Peanut Butter eigentlich. Von daher müsste mir das ja schmecken. Aber ich habe es ja noch nie gegessen. So bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Weil ich kenne Leute, die mögen das extrem. Und dann kenne ich wieder welche, die Leute, die das gar nicht mögen. Aha, das sind solche kleinen Dinger. Ich reiß einfach mal ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss nochmal abreißen, das ist so lecker. Oh mein Gott. Liebe, du hast mich auf zu einer neuen Süßigkeit gebracht. Mega lecker, vielen, vielen Dank. Das wird, glaube ich, nicht lang bei mir halten. Dann, sehr schwierig, schwer. Von außen lila, von innen ein Regenbogen. Hatte auch kein lila Papier. Sieht trotzdem voll schön aus. Von außen lila, von innen ein Regenbogen. Vielleicht eine Lidschattenpalette oder so? Keine Ahnung. Okay. Es ist wirklich eine Lidschattenpalette.
sieht so aus von außen. Von Revolution, wie cool. Brave Spirit. Oha, wie schöne Töne sind das denn, bitte. Gebt euch mal diese Töne. Die sind ja mega cool. Oh, ich liebe es. Die kann ich alle verwenden. Also ich finde jetzt vielleicht das Pink am wenigsten, aber sonst mega, mega schöne Töne. Vielen Dank. Mega cool. Danke, danke, danke. Ich freue mich sehr darüber. So, gelb wie eine Zitrone. Gesehen und fand ich irgendwie cool. Okay. Vielleicht eine Kerze oder so. Es ist wirklich eine Kerze. Oha. Windlicht von Chupa Chups, okay. Hier kenne ich ja die, das sind ja diese Schlecker. Ich mag eigentlich nicht so gerne Duftkerzen. Mal schauen, ob ich mag. Okay, riecht eigentlich relativ mild, was ich gut finde. Weil so richtigen Duft bei Duftkerzen finde ich nicht, sie finde ich ein bisschen übertrieben, aber das geht voll. Also ich muss schauen, wie das, wenn man es anzündet, wie stark es dann riecht, aber so wie sie, wenn es dann so riecht, wie es sowieso riecht, dann ist es richtig cool. Also vielen, vielen Dank, und gelb geht immer, finde ich auch, wenn ich es nur bei den Klamotten meistens habe und nicht im Zimmer selbst, aber es passt zu meiner gelben Schreibmaschine. Dort kann ich es hinstellen. Dann hier ein grünes, die Farbe des Glücks. Das ist ganz, ganz leicht. Ich weiß nicht, kein Radiergummi oder so. Nein, ich habe keine Ahnung. Ah, das ist cool. Ein Glückskeks. Viel Glück. Den machen wir jetzt aber gemeinsam auf. Jetzt will ich wissen, was drinnen steht. Voll die coole Idee. Glückskeks. Oh, das ist ein langer Satz. Arbeite an deinem eigenen Heil, mach dich nicht von anderen abhängig. Das ist ein cooler Spruch. Das passt sogar wirklich gerade. Voll cool. Vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir noch zwei. Wow, ist das schwer. An diesem Regenbogen konnte ich nicht vorbeigehen. Wie cool das Papier, und oha, das ist richtig schwer. Was kann das sein? Ich habe diesmal überhaupt keine Ahnung. Na wirklich, keine Ahnung. Was ist das? Schaut mal, das sind so ganz bunte Kerzen, also so Teelichter. Und ich liebe Teelichter. Ich habe ja sehr viele solche... Ah, was rede ich? Das sind doch keine Teelichter. Das sind Kerzen. Heißen die nicht Teelichter? Boah, ich bin verwirrt. Doch, da steht die Teelichter. Okay, gut. Ich habe ganz viele solche Kerzenhalter, wo man sowas reingeben kann. Und die sind richtig cool und bunt und voll cool. Ich habe die noch nie so gesehen. Die sind von Teddy auch. Mir gefallen ja am besten die türkisernen, aber ich finde alle cool. Dankeschön. Danke, 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 danke. So, und jetzt das letzte leider schon. Ein rosa Schatz. Ich glaube, es ist vielleicht eine Box einfach. Ah. Ja, wie cool. Sieht voll so aus. So ein Altrosa mit so einem
Holzdeckel. Und sowas geht ja auch immer. Also ich finde für sowas immer eine Funktion und die ist richtig schön und es wird irgendwie immer rosa in meinem Zimmer und das passt richtig gut dazu und vielen, vielen Dank, ist voll schön. Ja, und das war jetzt das ganze Paket, das waren die ganzen Sachen, die ganzen Farben und ich freue mich mega über die Sachen. Es ist voll witzig, dass wir manche Sachen gleich haben, also nicht die gleiche Sache, aber den gleichen Überbegriff, zum Beispiel mit dem Notizbuch oder dem Gewand. Und genau, ich freue mich mega über die ganzen Sachen. Vielen, 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 vielen Dank. Ah ja, ich habe ja noch dieses Ding hier oben. Das habe ich schon wieder ganz vergessen während dem Video. Und ich weiß gar nicht, was mein Favorit ist. Ich finde alle Sachen so, 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 so cool. Und vielen, vielen Dank. Ich kann eigentlich mit so gut wie allem was anfangen, außer vielleicht eben mit diesem neongrünen Joker, muss ich ganz ehrlich sein. Aber ansonsten finde ich alles mega cool und diese Reese's schmeckt extrem gut. Ich muss das gleich mal, das eine zumindest aufessen, weil das so, so gut ist. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Sachen. Und jetzt schaut unbedingt auch noch bei ihrem Kanal vorbei. Dort seht ihr, welche Sachen ich ihr geschickt habe. Und wenn ihr jetzt von ihrem Kanal hier seid, herzlich willkommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es würde mich mega freuen, wenn du mich abonnieren würdest. Und bei 300 Abonnenten kommt eine riesige Verlosung, also das könnt ihr auch daran denken, vielleicht, wenn ihr eine haben wollt, wieder. Und genau, ansonsten hat mich das mega gefreut und ich mache sehr, sehr gerne wieder mit dir ein Tauschpaket und zu einem anderen Thema. Und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.